Hallo, liebe Amateurfunker und alle, die es werden möchten. Heute möchte ich euch mal das Gerät vorstellen, und zwar ein Baofeng GT3 in der Version Mark II. Das Gerät hat einen Frequenzbereich von 136 bis 174 MHz bzw. von 400 bis 520 MHz. Es verfügt über UKW-Radio, ein invertiertes Display, eine Taschenlampe sowie zwei Frequenzbereiche. Ein 1750 Hertz-Ton ist natürlich dabei. Im Lieferumfang ist hier ein 1800 mAh Lithium-Ionen-Akku, eine Antenne, ein Ohrhörer, ein Gürtelclip, eine Handschlaufe und natürlich die üblichen Sachen. So sieht die Verpackung aus. Das Gerät gibt es für ca. 50 Euro in einschlägigen Händlern. So, machen wir das Gerät einfach mal auf, beziehungsweise den Karton. Was haben wir da? Als allererstes die üblichen Handbücher, Informationsmaterial, das Gerät an sich, den im Lieferumfang enthaltenen Akku, wie gesagt 1800 mAh Lithium-Ionen. So, dann haben wir die Antenne, eine extrem dünne, extrem flexible, ein Netzteil mit deutschem Standard, eine Trageschlaufe und den entsprechenden Gürtelclip, ein Autoadapter, ein Ohrhörer bzw. ein Mikrofonset und natürlich die entsprechende Ladeschale dafür. Das ist im Prinzip das ganze Zubehör. Das Ganze ca. 45 bis 50 Euro. Ich denke mal, hat man schon viel erreicht mit seinem Geld. So, bauen wir ganz einfach mal das Grundgerät zusammen. Ich nehme das hier mal etwas zur Seite. So, packen wir als erstes mal den Akku aus. Drei Ladekontakte auf der Rückseite. Dann das Gerät. Und die Antenne. Alles gut verpackt. Sehr flexibel. Es macht fast den Eindruck, als wenn sie hier kaputt ist am Schaft, aber die ist wirklich sehr flexibel. So sieht das Gerät von innen aus. SMA, Antennenanschluss, LED. Der Akku wird eingerastet. Klick, und damit ist er eingerastet. Dann schraube ich die Antenne gleich auf. Und dann ist das Gerät auch schon einsatzfertig. Schalte es mal an. In englischer Sprache. Man erkennt am Display dieses invertierte Display. Auf der Seite hier oben die Call-Taste für den Tonruf, die PTT-Taste und hier unten die LED-Taste für die Taschenlampenfunktion. Einmal drücken Dauerfunktion, nochmal drücken Blinkfunktion. Die Call-Taste ist natürlich gleichzeitig das Radio. Hier ist noch kein Sender eingestellt. Auf der anderen Seite, schön hinter diesem leicht gummierten Material, befindet sich hier die Buchse für Lautsprechermikrofon. Das ist K-Typ. Diese Klappe lässt sich hier leider nicht abnehmen und ist mehr oder weniger durch ein kleines, ich weiß nicht, ob man es erkennt, durch ein Band nur gesichert. Das heißt, wer sehr oft externes Mikrofon nutzt, wird früher oder später diese Klappe abreißen. Dafür ist sie im geschlossenen Zustand doch sehr fest, wesentlich besser wie beim Baofeng UV5,
und scheint auch wirklich gut staubsicher abzuschließen, das Gerät. So, das ist das Gerät an sich. Als Vergleich zu diesem Gerät, zum Größenvergleich, habe ich hier einmal einen Pofunk GT5. Man sieht, das Gerät ist etwas kleiner. Dafür ist das Gerät etwas dicker. Ich muss allerdings sagen, es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Der erste Eindruck ist wirklich sehr gut. Was mich ein bisschen misstrauisch macht, ist wirklich diese sehr, sehr dünne Antenne. Alternativ zum Größenvergleich habe ich hier noch ein AHT2UV von Maas, beziehungsweise baugleich natürlich mit den Voxun. Und hier nochmal ein Kenwood-Gerät, ein THD7, ein etwas älteres Gerät, um mal die Verhältnisse der Größe zu betrachten. Ja, ich werde das Gerät natürlich in der nächsten Zeit einmal intensiv testen. Wir werden mal schauen, wie hört sich das Gerät an, wie hier ist die Modulation, vor allem aber, wie wird sich die Antenne verhalten. Im Gegensatz zum Beispiel zum Voxum-Gerät. Die Antenne lässt sich untereinander austauschen, das heißt, ich kann einfach mal die Antenne wechseln und sehe, inwiefern welche Antenne besser ist. Alternativ gibt es diese größeren Antennen natürlich auch, die kann ich auch wunderbar auf diesem Gerät hier mal testen. Ich werde das Ganze in einem nächsten Video ganz einfach mal vorführen. Wir können ja schon mal, ich werde hier mal kurz was eingeben. So, mal schauen, ob wir hier was bekommen. Ich werde mal das Relais kurz antesten. Das ist natürlich hier im absoluten Grenzbereich. Ja. Also wie gesagt, hier im absoluten Grenzbereich. Oh, ich sehe gerade, der Akku ist nicht richtig eingerastet. Das werden wir nachholen. Klack, jetzt ist er richtig eingerastet. Also man merkt, Akku immer bis zum richtigen Klick hochschieben, erst dann ist er richtig eingerastet. So, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich eventuell besser machen kann. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abonnent freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.